Donnerstagabend, 19 Uhr, unsere unglaubliche 10-Euro-Überraschungsshow in der Mega-Version. 50 Minuten lang sparen. Ganz viel Spaß. Drauf gefreut. Jetzt ist es endlich soweit. Es lohnt sich hier immer ganz viel zu bestellen. Bis zu fünfmal dürfen Sie jeden Artikel bestellen, es sei denn... Wir sagen etwas anderes. Richtig. Und der letzte Artikel kostet nur halbe 10 Euro. War doch gar nicht also so weit. Immer bis zum Ende dranbleiben lohnt sich natürlich. Versteht sich von selbst immer. Aber ich würde sagen, wir beginnen mal. Ich glaube, was meint ihr mit der 3? Achso. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, guten Abend. Guten Abend. Das ist so viel gute Laune und ja. Oh, wow. Nur deswegen. Wer hat denn als nächstes Geburtstag? Du hattest gerade. Ich hatte gerade, ja. Du hattest im September, ja, du hast ja, im, ja schon fast Juni. Wieder, ja, ja. Im Juni. Dann bist du als nächstes von uns Vieren dran. Nein. Ja. Doch. Guck mal, wer der sich schon freut. Das ist ein Geburtstagshut, oder? Freut sich schon auf dich. Oh ja. Kennen Sie diesen Moment, wo Sie denken, was ist das hier? Den haben wir nie. Jetzt pass auf, der Tetze. Am besten finde ich, wenn er so am Schluss so flattert. Ja? Der Bommel, ne? Wie also ein tanzender Hut, der Happy Birthday singt. Unglaublich. Ja, das jetzt ist. Erzählen Sie mir nicht, Sie sitzen zu Hause stumm auf dem Sofa und denken sich, naja, das ist doch ein Riesengag. Das ist doch wirklich mal ein Riesengag, oder? Mach nochmal an, bitte. Drück bitte nochmal auf den Knopf. An. Das ist so ein Auffäller für jede Geburtstagsparty. Aber wirklich. So. Ja, stellen Sie sich mal vor, die ganze Geburtstagsgesellschaft ist da, der Gratulierende kommt rein und hat diese Mütze auf. Da ist doch die Party schon im Gange. Nein, von Quatsch, Anfang gehst, an. Von 0 auf 100. Du gehst zum Bewerbungsgespräch und setzt so einen Hut auf. Ja, für ein Teleshopping würde das vielleicht ja, funktionieren. Ja, aber da lässt du Eindruck. Also sowas macht Eindruck. Sowas macht kein anderer an Bewerbungsverfahren. Ja. Guck dir mal den Bommel an, das ist doch der Hammer, oder? Ist auch mal? Komm, Ingo, die sieht auch süß bei dir aus. Nee, mach du mal. Ich muss auch vorlesen. Jetzt pass auf, jetzt genau, ein seriöser. So. Jo, aber hier ja, steht nicht. Hier auch. Ja, schon, komm, jetzt. La, 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 la. Mit so einer Kinderstimme auch noch, ne? Ich glaube ja, jeder hat ja gerade so bei dem Kindergeburtstag oder sowas so eine Tradition. Keine Ahnung, das Geburtstagskind ist immer am Tischende, es werden Luftschlangen ausgelesen. Da kannst du so Torte ernst gucken, so wie du willst, ne? So. Ja. Trotzdem ist der Spaß garantiert. Das ist der Hammer. Das ist so ein Eisbrecher. Ja, aber wirklich, ja. Ne? Das mal auf dem ersten Date anziehen. Das ist ein Eisbrecher. Das ist auch so ein Ding. Das ist ein Eisbrecher. Wie erkenne ich dich? Ich bin der mit dem Hut. Und du erwartest Wunders, was? Und da steht so, du sitzt so am Tisch. Wahnsinn. Bei Pearl.de sehen wir gerade, kostet das gute Stück 26 Euro. Bei uns heute nur 15 Euro. Gerne bis zu 5-mal bestellen. Es ist der Eisbrecher für jede Party mit der NX7215 und der 569. Können Sie sich die Mütze nach Hause holen. Sie werden garantiert viel, viel Spaß haben. Ja. Das war jetzt der Anfang unserer XXL-Show. Es geht Schlag auf Schlag weiter. So. Oh, ein Lichtobjekt. Oh, das ist aber schön. Das ist aber wirklich ist aber schön. Bitte schön. Wie den Zettel kriege ich, aber das Handy nimmst du wieder mit, oder was? Nee, du kriegst den Zettel. Ich gebe dir mal die Lampe hier. Dankeschön. So. Ich mach dir mal an. Ich möchte wetten, dass dieses Handy mit dem aufgemachten Programm da irgendwas mit dieser Lampe zu tun hat. Ich denke auch. Oh, was für schöne Farbe. Die sieht ja per se schon klasse aus. Ja? Also so ein bisschen ornamentmäßig gemacht. Ich finde tolle Größe. Wow. Mit einem Wahnsinns-Lichterspiel. Nicht nur in der Lampe, sondern eben auch drumherum durch diese offenen Ornamente. Und das Ganze mit einem Farbwechsel, wie ich hier sehe. Und den kannst du da gerade mit der passenden App, kannst du die einstellen. Ja, ist ja Wahnsinn hier, ne? Ganz, ganz einfach, mit dieser App kann man hier die Farbe verstellen. Wir haben die hier mal bei uns aufgebaut und ich hoffe, Sie sehen das, dass sie im Moment auf Pink steht. Ich kann die auf Grün, ich kann die auf Gelb, ich kann die auf Rot stellen. Boah. Wie immer ich will. Das ist echt genial.
Hier mit einer ganz einfachen App, ne? Ich liebe ja solche Laternen, die so eine Ornamente haben, wie du das gesagt hast. Weil das ist nicht so langweiliges Licht, sondern die Schatten, die geworfen werden, sehen so richtig schön verspielt aus. Mach mal ein bisschen dunkler. Und die macht alleine schon optisch was her. Also so wie die Laterne da so alleine steht, sieht die schon extremst schön aus in dieser schwarzen Optik. Nee, sieht man nichts. Leuchtet durch. Nimm mal die Fernbedienung hier. Ich drehe mal den Tisch ein bisschen, dass Sie das sehen können, wie sich das hier auf dem Tisch absetzt. Das ist wirklich der Hammer. Sehen Sie das? Jetzt kann man es sehen. So schön. Das ist mal ein Grün. Das ist richtig toll. Ich habe die noch gesehen. Das ist wirklich klasse, ne? Mal ein Blau. Für 10 Euro, das ist mega gut. Vor allem, wenn man die dann auch noch mit dem Handy steuern kann. Kannst auch heller und dunkler machen. Da ist sogar eine Musiksteuerung, habe ich gesehen irgendwie. Oh, also da kannst du es noch mit Musik verbinden. Moment. Wahrscheinlich gibt es noch so automatische Farbwechsel. La 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 la. Wahrscheinlich musst du ein Lied spielen. Guck mal, die reagiert direkt auf deine Musik. Das ist deine Musik, Carsten. Ja. Das ist kein Mensch. Ich wollte Ihnen ersparen, dass ich anfange zu singen. Ich habe das schon mal Sie gehört. Sie sollen ja noch was haben von dieser Show. Ja? So. Aber ist doch der Hammer. Hey. Ja, reagiert. Stark. Und Solarpanel ist auch noch hier oben drauf, sehe ich. Brauchst du kein Kabel, keine Batterien, kein gar nichts. Das ist ja der Hammer. Und ich finde, das macht es noch mal einen Tick interessanter. Ist natürlich windowetterfest, ist klar. Und für den Außenbereich gedacht. Wobei ich immer dazu sage, gerade solche Außenbeleuchtungen, nicht aber nur, weil die ein Solarpanel haben, müssen nicht draußen stehen. Die können Sie also auch gerne mal irgendwo auf der Fensterbank stehen lassen. Hauptsache, es kommt Tageslicht dran, dass eben das Solarpanel die Energie aufnehmen kann. Und das Geniale ist, Sie können natürlich hier mit der passenden App so ziemlich jede Farbe, die Sie sich irgendwie vorstellen können, erzeugen. Hier steht 16 Millionen Farbtöne. Wow. Ja, also das ist schon was Besonderes. Eine Stimmungslampe für jede Stimmung, die man haben kann. Jetzt haben wir hier so eine automatische Funktion programmierbar zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig. Geht auch. Ach, cool. Henkelgriff und spritzwassergeschützt natürlich. Und Farbwechsel zur Musik. Das ist ja gigantisch. Ja, und eine auch schöne Farbe. Mehrere. Schwarz sieht man selten mal. Die meisten sind weiß. Ja, das stimmt. Oder? Siehst du, es wechselt jetzt die Farbe, während ich spreche oder singe oder Musik anhabe. Auf seinen Pfeifen reagiert es besser als auf meins. Ja, du musst Start drücken hier noch. Hast du Start gedrückt? Ja, Start habe ich gedrückt. Ist ja der Hammer. Wer kann denn besser singen hier von euch? Moni, kannst du singen? Du hast doch eben Happy Birthday. Die Mütze kann gut singen. Die Mütze bräuchten wir jetzt. Die Mütze bräuchten wir. Happy Birthday to you. Nein, wir lassen das. Sonst schalten Sie ab. Aber Sie können das gerne auch bis zu 5 Mal bestellen, weil Carsten hat es gesagt, man kann auch mehrere von diesen wunderschönen Lampen koppeln. Finde ich auch eine gute Möglichkeit. Und ich finde allein dieses Muster, was hier abgeworfen wird von der Lampe, sah richtig cool toll aus, ne? Da auf dem Tisch. Außergewöhnlich, ja. Geht übrigens auch in weiß, in warmweiß oder tageslichtweiß. Oder eben in diesen Farbabstufungen, wie Sie es haben möchten. Und ein aufgeladener Akku reicht für locker mal bis zu 8 Stunden. ZX7153. Und die 569 ist dafür die passende Bestellnummer. Das war ein Mädchen rein. Ja. So. Für dich. Ja, jetzt habe ich hier eine Aufbewahrungsbox. Für deine Wurst im Kühlschrank. Ja, das ist ein Riesenthema. Ich habe heute Morgen... Wurst in deinem Kühlschrank ist ein Riesenthema? Ich habe eine Packung mit Wurst aufgemacht und war ja 2 Tage nicht zu Hause. Und jetzt wo treibst du dich denn so? Hab ich dir doch erzählt. Ich weiß. So, ja, Carsten, wo bist du denn immer so? Ich musste Krankendienst machen. Ich war der Pfleger die letzten 2 Tage. Ja, für meine Freundin. Ja. So, ich glaub, löblich. Ich war ein guter löblich. Pfleger. Nehmen Sie sich ein Beispiel an Carsten. So, hat mich ein halbes... Ja, sie hat es überlebt. Hat mich aber auch eine halbe Packung mit Aufschnitt gekostet. Ja, das glaube ich. Die hat es nicht überlebt, die Wurst im Kühlschrank? Die Wurst hat es im Kühlschrank nicht mehr überlebt. Also Schade. Die sah, ja, wahrscheinlich hätte man vielleicht noch essen können, aber sie wälte sich schon so ein bisschen aus der Packung raus. Ah, nee, das mag ich nicht. Ja, und das ist natürlich auch nicht so dolle. So, jetzt kennt man das, glaube ich, wenn man so eine fertige Wurst kauft, macht dann die Packung auf, dann haben sie 2-3 Tage zum Verzehr und dann ist dann in der Regel auch schon wieder Feierabend. Wenn Sie jetzt hier das Ganze runterschmeißen, funktioniert... Passiert auch gar nichts. Ja, also damit wollte ich Ihnen einfach nur zeigen, das ist nicht zusammenhängend, sondern es sind 2 einzelne Teile, die man einfach dann ineinander steckt. Das ist nicht zusammenhängend, sondern man kann das dann auch als Serviertablett nehmen. Mhm. Deswegen habe ich das gerade runtergeworfen, um Ihnen das nochmal ein bisschen genauer zeigen zu können. Ja, alles das, was übrig bleibt, packst du ganz einfach drauf oder servierst es eben da drauf. Und wenn du fertig bist, machst du den Deckel drauf, machst diese Schnappverschlüsse zu und dann ist es luftdicht abgeschlossen und hält mit Sicherheit nochmal 2-3 Tage länger als in dieser offenen Packung im Kühlschrank. Ist das eins oder ist das ein Zweierset? 2 Stück. 2 Stück davon. Für 10 Euro. Käse und Wurst oder so.
Ja. Für Käse, man kann Wurst, auch, Fisch, Zwiebeln, genau, Gemüse. Man kann da alles reinpacken, weil wir können das relativ weit ausdehnen. Mhm. Ja. Bis, ich glaube, wie viel Zentimeter? 4,5 Zentimeter. Da kann man auch mal eine Zwiebel reinpacken, ja, oder mal einen geschnittenen Obstteller. Mhm. Also da kann man ordentlich was reinpacken. Und das Schöne ist, wenn du da fertig gefriemelt hast, dann wollte ich gerade mal zeigen, dass man die auch ineinander stapeln kann. Wenn man hier zum Beispiel Wurst und Käse reinpackt, kann man die im Kühlschrank übereinander stapeln und das spart Platz. Ja, ich finde es genial, diese Serviertellerfunktion. Ja. Ne? Ja. Weil wenn man dann schön frühstücken will, dann macht man das alles auf den Teller, dann wieder zurück in die Packung und dann in eine Aufbewahrungsdose. Das hier ist ein 2-in-1-Gerät wieder. Und dann haben wir sie hier tatsächlich auch noch einen Doppelpack. Das finde ich richtig klasse. Und man darf auch bis zu 5-mal bestellen. Ja. Richtig, nutzen Sie also diese Gelegenheit. Oval finde ich auch super praktisch und Ihre Lebensmittel bleiben damit einfach noch länger frisch. Das Zweier-Set bestellen Sie mit der PV9263 und der 569. Damit schützen Sie eben auch Ihre Aufschnitte vor dem Austrocknen. Weil das persönlich mag ich gar nicht. Der Unterschied zwischen meiner Freundin und mir, meine Freundin legt immer die Wurst auf den Teller und ich lege immer die Packung auf den Tisch. Ich lege sie auch immer auf den Teller. Das ist, glaube ich, so ein Männerding, oder? Nee, ja, ihr müsst dazu jetzt nichts sagen. Machen wir nicht. Ihr müsst dazu jetzt nichts sagen. Oh, das ist ja cool. Die sind jetzt hier in der 10-Euro-Show gelandet. Wahnsinn. Es ist unser Batterienetzteiladapter. Ja, wir wissen immer noch nicht was. Welchen starten wir? Wir werden schon wieder außen vor gelassen. Mit der Doppel-A-Batterien. Aha. Also die großen von den kleinen, ne? Wollt ihr uns daran teilhaben? Was hat er gesagt? Batterieadapter? Das steckst du anstelle deiner Batterien in dein Gerät. Also jedes batteriebetriebene Gerät kannst du da reinstecken. Das ersetzt dann bis zu 8 Batterien. Ah, das ist ja cool. Und dann kannst du die eben nicht mit Batterien mehr betreiben, sondern kannst es ganz einfach hier in die Steckdose stecken. Da ist nämlich ein Netzteil dran. Das ist ja so kostensparend, weil man sich den Kauf neuer Batterien spart. Batterien sind teuer. Batterien sind teuer, Akkus sind immer leer, wenn man sie braucht. Ja. Das hier ist echt mal eine geniale Lösung. Ganz, ganz einfach. Die beiden schwarzen ans Ende, die gelben in die Mitte, je nachdem, wie viele Batterien Sie haben hier. Aber hier ist jetzt kein Strom drauf, ne, auf den gelben. Der Strom kommt ja erst dann, wenn also du die Steckdose steckst. Also das war eine ernst gemeinte Frage. Nein, auf den gelben ist kein Strom. Nimm mich ernst. Das ist ja immer auf dem ersten und letzten Kontakt. Und dann kann man mal so ein Bäumchen, was normalerweise, wie hier bei uns im Zuspieler, was normalerweise mit Batterien läuft, was dann immer so, ja, wenn man Glück hat, 3-4 Tage reicht, da muss man wieder einen neuen Satz Batterien reintun. Das geht natürlich ins Geld. Hier kann man es ganz einfach mit Netzstrom betreiben. Das Kabel scheint mir auch sehr lang zu sein. Das ist ein bisschen Spiel. 1,50 Meter. Das ist hervorragend. Wow. Gutes Beispiel, aber so ein Radiowecker beispielsweise. Ja, den hast du eigentlich permanent auf dem Nachttisch stehen. Mhm. Ja, ist ja schon praktisch, wenn da nicht auch noch ein Kabel irgendwie zu finden ist. Logisch, aber es kostet dich eben ständig Batterien. Ja, richtig. Mhm. Ja, und wenn du dir nicht unbedingt neue Batterien reinpacken möchtest, dann nimm die alten Batterien doch ganz einfach raus und pack diesen Adapter mal rein. Dann könntest du es mit der Steckdose verbinden, dann hat das Gerät Dauerstrom. Was braucht so ein Radiowecker? Ist doch nur wirklich nicht allzu viel Dauerstrom, der da verbraucht wird. Dürfte auf lange Sicht hingesehen, auch mittelfristig wahrscheinlich deutlich günstiger sein, als die kostspieligen Batterien immer wieder auszutauschen. Ja, wir haben so Echtwarkerzen, LED-Kerzen bei uns, haben wir im Wohnzimmer auf der Fensterbank stehen. Aber ohne Quatsch, alle 8-9 Tage müssen die Batterien auswechseln. Ja. Und dazwischen geht es von ganz hell nach ganz dunkel, damit es nur noch so schimmert. Das kann man jetzt tatsächlich mit Netzstrom betreiben. Das ist immer eine geniale Lösung. Ja, vor allem so schön geldsparend. Ja. Das ist für mich hier der Aspekt, dass wir dieses ständige Nachkaufen von Batterien uns ersparen. Und ich habe zum Beispiel eine Batterieschublade und da werfe ich immer alle Batterien rein. Ja, Schande über mein Haupt, auch die leeren. Und dann suche ich immer in der Schublade noch nach vollen Batterien. Und hiermit kann man ja einfach die Batterien ersetzen und einfach in die Steckdose stecken. Ja. Also es ist wirklich genial. Wir haben 2 verschiedene Größen. Du hast da gerade die Doppel-A, wir haben das aber auch noch in Triple-A. Gleiches System hier. Kannst sogar bis zu 2 Geräte anschließen damit. Das ist natürlich auch klasse. Also für 2 Kerzen einmal hier bestellen für 10 €. Dann brauchen Sie sich nie wieder Gedanken, um Batterien zu machen. Lichterketten, Radios, Radiowecker, elektrisches Spielzeug. Elektrisches Spielzeug ist auch so eine Sache. Stimmt. Ja. Wenn man es dann spielen will, sind die Batterien meistens alle. Und dann muss man hier kann man das ganz, ganz einfach mit Netzstrom betreiben. Erwischt. Batteriespielzeug. Was war das Schlüsselwort, was dich jetzt zum Lachen gebracht hat? Nichts. Lichterketten finde ich einen ganz entscheidenden Faktor. Die haben häufig dieses kleine Batteriefach. Ja. Gerade jetzt.
In den Winter hinein wirst du hier häufiger mal die Batterien für so eine Lichterkette austauschen. Verbind sie ganz einfach mit dieser Adapterlösung mit dem Strom. Und dafür haben wir zwei verschiedene Varianten, Doppel-A und Triple-A. Genau. Suchen sich da das Passende raus. Wird also definitiv mittel- und langfristig einiges an Geld sparen können. Praktisch, habe ich so auch noch nie gesehen. Also Doppel-A ja. hat die ZX8510 und die 569 und Triple-A ZX8509 und die 569. Was ganz praktisch ist, was wirklich jeder brauchen kann. Ich habe hier meine Hand schon über dem Buzzer, gleich geht's. Ach, oh, ich habe daneben, nein, hier. Ich dachte, er haut ohne hinzugucken. Nein. Ob wir es heute noch mal schaffen, dass ihr richtig buzzert zur richtigen Zeit. Mal gucken. Mal gucken. Was haben wir denn hier, Moni? Bestimmt irgendwas mit Beleuchtung. Beleuchtung. Na klar. Oh, cool. Oh, Strom. Ich kümmere mich mal um Strom. Oh, da geht aber eine Schwerparty aus. Warte, behalt mal die Kugel hier. Das ist eine Disco-Leuchte. Ups. Das ist eine Disco-Leuchte. Ja. Wow. Ich denke schon. Eine Disco-Leuchte. Moment, ich brauche Kabel. Wir mögen ja Disco-Leuchten. Disco, Pogo, Partykeller, jetzt zu Silvester, Partykeller. Jetzt geht's los hier. Das ist doch mal eine coole. Kinderzimmer, Disco. Silvesterparty. Ja. Silvesterparty. In weniger als zwei Monaten ist schon der Jahreswende. Stimmt. Hallo, Weihnachtsparty genauso. Weihnachtsparty oder jeden Tag Party. Oder jeden Tag Party, kein Problem mit der Disco-Leuchte hier, ne? Ja. Holen ich weiß Sie nicht, sich die Musik Disco laufen? Nach Hause für nur 10 Euro. Ich meine, geht jeder Takt? Jeder Club-Eintritt mittlerweile kostet mehr als 10 Euro. Ja, geht die im Takt, Carsten? Geht die im Takt? Ich bin aber im Club-Eintritt, weil ich bin seit Jahren nicht im Club gewesen. Ja, ich war letzte Woche. Bei uns war heißt das noch teuer. Disco, Carsten. Ja, genau. Wir waren noch in der Disse. In der Disse? Nee, da war ich noch flüssig, als ihr in der Disse wart. Da haben wir noch D-Mark bezahlt. Guck mal, wie cool das ist. Und wenn man das weiter wegmacht, wird das ganze Muster noch größer hier. Ja, weit macht schön. Das ist ja irre. Schau dir das mal an. Weit was für schön. Ein cooler Lichteffekt, oder? Ja, das ist doch großartig. Guck mal hier. Ich was bin jetzt wirklich nicht weit weg, aber es ist trotzdem schon eine Mordsfläche, die jetzt hier beleuchtet wird. Was haben wir früher für einen Aufwand betrieben, so eine blöde Disco-Kugel zu machen, mit diesen Spiegeln beklebt, diese Geschichte da. Und dann mit einem Strahler angestrahlt. Auch eine schöne Geschichte, aber das hast du mal eben hingestellt. Kurz angeschlossen hier mit der Steckdose und schon geht die Party ab hier. So, unglaublich. Bei mir keine Party. Durch dich lässt das völlig kalt, ne? Ja. Moni. Ja, das. Ja, jetzt ist bei dir auch Party. Okay. Ich jetzt aber. Ja. Das ist Moni. Jetzt Moni. Party. Moni. Ich drehe mal meine Runden im Shake Club. Your booty. Die guten altbekannten Runden. Die guten altbekannten Runden. Wo waren wir da nochmal? Nee. Also ein toller Lichteffekt hier. Und das kostet auch nur 10 Euro. Wahnsinn. Aber da kann man ja auch viel eine Freude mitmachen, ne? Ja. Ja, klar. Auch im Schwarzwald wird übrigens ordentlich gefeiert, schreibt uns der Fred aus Willingen. Die Lichterkugel habe ich für meine kleine Nichte bestellt, da diese sehr gerne tanzt. Somit wird das Kinderzimmer spielen gleich zur kleinen Disco. Der Lichteffekt ist enorm, ein voller Erfolg, schreibt sie uns. Mhm. Immer nachts nach dem Feierabend beim Musikfernsehen oder bei einem Feierabendbierchen genießt das die Christa aus Neubrandenburg. Sag ich ja, jeden Tag. Jeden Tag. Kann man sich belohnen. Jeden Tag. Das macht einfach gute Laune. Na klar. Ja, wenn es schon so früh dunkel wird, dann muss man wenigstens was davon haben, denke ich immer. Ne? In der Tat. So, was haben wir hier? NC5983 und die 569. Wirklich beeindruckend, so eine kleine Kugel, was die für ein Lichtkegel abgibt. Stark. Oh. Ah. Jetzt wird sauber gemacht. Ja, aber ich komme ja nicht überall dran, ich bin Golf. Damit kommst du überall dran. Damit komme ich überall dran. Ja. Oha. Das ist ein Abzieher und ein Schwamm. Wie toll, wir haben sogar ein Zweier-Set. Ach, ein Abzieher und ein Schwamm. Ein Fensterwischer mit Schwamm und Abzieher. Und da ist sogar auch noch ein Teleskopstab drin versteckt. Oh, das ist sehr gut. Und hat zwei Gelenke, also damit sollten mal, Sie überall drankommen. Guck mal, ist sehr wie du den gelenkig. Verbiegen kannst. Guck mal hier. Ja, für so Dachschrägenfenster, ne? Da kommt man mal richtig an Dachschrägenfenster ran. Das ist ja häufig ein Problem, ja? Gerade wenn die so über Treppenhäusern sind oder so, ne? Hast du immer Schwierigkeiten. So, war das bei dir? Das bei könnte bei mir auf dem Balkon gewesen sein, ja? Ja. Ist das natürlich sehr super, hoch, ne? Oder? Ja, normalerweise musst du da eine Leiter nehmen und wahnsinnig schwierig hier sauber zu machen. Aber mit sowas geht das natürlich super einfach, ne? Du hast häufiger mal Stellen, wo du einfach nicht drankommst. So, wenn wir jetzt mal überlegen, ist aber so 1,80 Körpergröße plus Armlänge plus nochmal das hier, 1,20 Meter. Mhm. Was haben wir? Ungefähr? Von 67,5 bis 95 Zentimeter. Noch ein Meter oben dran, also da bist du bei über 3 Meter.
Da kommst du da wirklich mal dran. Ah, das ist Ingo. Das ist mein Balkon, ganz genau. Wow, Ingo. Ja, das war richtig schön. Das war der alte Wohnung hier in Dassel. Fensterputzer geschwungen. Finde ich durch den Teleskopstab auch so toll, dass wir ihn nicht nur als 1 Meter Verlängerung nutzen können, sondern dann auch klein nutzen können. Für zum Beispiel auch die Duschkabine, dass man sich nicht bücken muss, sondern das einfach so sauber machen kann. Und gerade für 10 Euro mit dieser Doppelfunktion des einmal sauber machens und noch mit dem Abzieher gepaart, ist, finde ich, ein gutes 2-in-1 Produkt. Das ist schon genial, oder? Selbst in der Duschkabine ist es mitunter so. Wenn du die Schwierigkeit hast, dich runterzubeugen, willst du aber trotzdem mal die Dusche abziehen. Ja. Super. Also hier mit Schwamm, übrigens auch mit einem kleinen Gitter drüber, dass eben auch mal unangenehmere Verschmutzungen einfach entfernt werden können und der Rest macht dann der Abzieher. Ist eine tolle Angelegenheit, finde ich. Ja, vor allem das zweite Set bekommen Sie jetzt hier. Also es ist wirklich super praktisch. Die NX 4873 und die 569 für das Zweier-Set, die Bestellnummer, und auch unsere Kunden sind richtig begeistert davon, weil somit geht das Putzen einfach einfacher, gerade auch solche Fenster, die bis zum Boden gehen, die finde ich auch mal sehr anstrengend, sauber zu machen. Das ist auch so riesengroße Fenster bei dir, ne? Im Zweier-Set wird es zweifach einfach. Stimmt. Super. Wir haben einen Preisalarm. Das bedeutet, hier ist ein Produkt, da haben wir nur ein kleines Kontingent für Sie bekommen, aber es lohnt sich definitiv. Sie dürfen es allerdings nur einmal pro Besteller bestellen. Und ich sehe schon, das ist Autozubehör, ne? Autozubehör? Ja. Ist das Ambientebeleuchtung? Es gibt ja diese schicken Autos, die, sagen wir mal, Ambientebeleuchtung? Ja, das ist Ambientebeleuchtung, ganz genau. Wow. Ich hätte jetzt an einen Schrank oder sowas gedacht. Hätte ich auch gedacht. Das kommt ins Auto rein? Das kommt ins Auto rein. Und dann kannst du deinen Fußraum hier mal mit beleuchten. Oder ja, ich finde diese Ambientebeleuchtung zu cool, ganz einfach, ne? Und dann machst du 2 in den Fahrersitz, zum Fahrersitz, 2 zum Beifahrersitz und hast dann hier eben diese coole blaue Beleuchtung. Aber ich habe hier eine Fernbedienung, da kann man ja auch noch verschiedene Farben einstellen. Geh mal her, ich mache aus meinem Sitz mal ein Auto. Pass auf. Ja, haben wir genug Kabel? Ja. Ist das Mund, ich gebe dir mal die Farbe. So, pass auf, einmal hier. Hält das noch? Das hält noch. Einmal. Moment. Ach, du beklebst dich gerade? Ich beklebe mich gerade. Du beklebst gerade dein Gefährt, auf dem du sitzt? So, Achtung. Ja, super cool, oder? So, schau mal hier. Wow. Die Kabel noch weg. Jetzt haben wir hier im Studio Ambientebeleuchtung. Ja. Ja, ich meine Ambientebeleuchtung. Boah, guck mal hier. Mit Effekt. Ambientebeleuchtung bei Autos ist super teuer, ist gerade bei hochpreisigen Autosegmenten verbaut. Aha. Und wenn man sich das jetzt einfach mal nachrüsten möchte für nur 10 Euro, macht man hier nichts falsch. Kann man ja auch einfach versuchen. Wenn es zum Beispiel dann, wenn man das im Auto nicht so gut findet, kann man es immer noch an den Kleiderschrank kleben. Ja, ich meine, die Einsatzmöglichkeiten sind natürlich vielfältig für sowas. Aber im Auto macht das richtig was her. Das wertet Ihr Auto wirklich nochmal richtig auf hier. Also es ist richtig, richtig klasse. Okay. Finde ich außergewöhnlich. Wenn du mal guckst im Tuning-Bereich und so weiter, ist das was ganz Außergewöhnliches. Das hole ich mir, du. Also das ist wirklich schon klasse, ja. Ich habe ja so einen Mittelklassewagen hier, der hat sowas nicht. Aber man sieht es ja ab und zu bei den S-Modellen oder wie sie auch immer heißen da. Ja. Da ist sowas dann immer dabei und sonst, wenn man es nachrüsten machen will, kostet das wirklich ein Schweinegeld. Ne? Ja, definitiv. Ja. Ich finde das ja cool, dass du diese Lichteffekte machst. Das ist nicht einfach nur rot, blau oder grün, sondern wirklich hier mit, so ein Lauflicht, mit Effekten und so. Weißt du, wie cool das aussieht? Ist doch für einen Teenager, der gerade anfängt, so einen 18-, 19-Jährigen im ersten Auto. Ja. Wir haben das Auto pimpen, ne? Ja, ganz genau. Ist doch schon mal großartig hier. Ja, vor allem, ich kenne auch... Oi. Oi. Das könnte ein bisschen ableckend sein. Oi. So, keiner hat so einen coolen Schuh. Also ich habe bei mir im Auto immer das. Kannst du dein Ambiente... Du hast Ambiente-Licht bei dir im Auto. Kann man das verstellen? Kann man auch verstellen. Kann man auch vorstellen, aber deshalb, ich bin sehr begeistert. Für mich kam auch gar kein Auto in Frage. Ja, ich kann es auch verändern. Kein Auto in Frage ohne ambiente Beleuchtung, weil das ist so ein Unterschied, wenn man, ich fahre sehr, sehr viel im Monat und gerade auch immer spät abends. Wenn man dann so ein bisschen indirekte Beleuchtung hat, das ist echt sehr, sehr angenehm. Ja, das ist ein Unterschied, oder? Ja, das merkt man richtig. Wenn ich in anderen Autos sitze, ist es stockdunkel. Genau, diese Dunkelheit. Ich bin richtig erschrocken. Diese Dunkelheit. Guck mal, normalerweise ist das hier im Fußraum. Dann würde das hier so. Das ist richtig toll, ich kann es Ihnen nur sagen. Und für 10 Euro können Sie das jetzt so einfach nachrüsten. Aber diese ganzen Effekte, die kann ich auch nicht. Also, nee. Guck mal, hier ist hiermit. Normal 30 Euro, aber wie wir hier sehen, cool. Bei uns heute nur 15 Euro. Richtig coole Beleuchtung, wow.
Habe ich auch noch nicht gesehen bei uns. Also ich möchte, wenn du sowas mal in einem Autozubehör oder so einem Tuning-Katalog oder sowas suchst, also da ist ein Preis von 30 Euro wahrscheinlich schon sehr günstig. Hier bei uns für einen Zehner kannst du nochmal drüber nachdenken. Ja, oder ja, auf jeden Fall. So ein Kabel legst du unter die Fußmatte und so weiter, ja, so ein bisschen versteckt, kannst du die unterbringen und dann hast du mal ein das cooles Ambiente-Licht. So herrlich, das kannst du sogar mit der App noch steuern, also eine Fernbedienung und eine App dazu. Super. ZX5023 und die 569, das war unser Preisalarm für diese Sendung, also bitte nur einmal bestellen, aber das ist mal der Hammer. So. 10 Euro. Ja, wir haben ja auch immer, ich meine, 10 Euro, das ist so die Gelegenheit jetzt natürlich auch für Weihnachtsgeschenke und sowas, ne? Da möchte ich wetten, wir werden noch viel drüber nachdenken. Ja. Dankeschön. Ah. So, was haben wir hier? Oh ja. Oh, den finde ich sehr cool. Wir haben einen Mülleimer. Einen Tischmülleimer. Einen Designmülleimer. Bin ich direkt wieder an ein gutes Hotel erinnert, wo man das ja häufiger schon mal findet. Ja. Denn ich sag mal, wenn du morgens frühstückst, ja, dann hast du mal eine Eierschale, dann hast du mal eine Pelle von einer Wurst oder irgendwie sowas oder so ein Stück Käse, was du abschneidest. So, dann kannst du das hier einfach unterbringen, dann musst du es nicht irgendwo neben den Teller legen. Ja. Im schlimmsten Fall hast du so ein Stück Eierschale auf dem Teller und drückst das dann irgendwie mit dem Brot rein und beißt drauf. Furchtbar. Nee. Ich finde das auch schön für, wie du gesagt hast, für die Küche, für den Esszimmertisch, aber auch fürs Büro. Ja. Fürs Büro, wenn man mal Kleinigkeiten im Büro isst zum Beispiel, dass man das einfach ganz unauffällig in diesen Tischmüll einmal verfrachten kann, damit auch keiner sieht, dass man gerade einen Schokoriegel verköstigt hat. Aber auch zum Fernsehen gucken auf dem Wohnzimmertisch, dass man die Schokoriegelverpackungen auch auf dem Wohnzimmertisch ganz einfach verschwinden lassen kann. Ja. Carsten, du müsstest den dann sehr oft lernen. Nein, Carsten. Vor allem, der ist ja chrom, ne? Aber hat keine Fingerabdrücke, weil der automatisch funktioniert. Schauen Sie mal hier, durch Sensorbewegung geht das auf, ohne dass ich ihn anfasse. Zack, und nach einer gewissen Zeit automatisch wieder zu. Zack, wupp. Jetzt ist er wieder zu. So auch das cool. Design hier, ne? Sieht ja ein bisschen aus wie so eine Getränkedose. Ja. Ups, ist schon wieder aufgegangen. Meine Freunde sind begeistert von dem Design und der Funktion. Sie fragen mich immer, wo ich diesen tollen Mülleimer hier habe. Von Pearl. Von Pearl TV, genau. Witziges Teil, was da auf dem Tisch steht. Batterie hält lange durch. Wenn man die Hände vor den Sensor hält, bleibt es auch dauerhaft offen. Zum Beispiel beim Pellen eines Eis. Ja. Macht immer wieder Spaß, es zu benutzen. Ja, glaube ich. Ja. Ich finde den auch einfach schick aufgrund dieser Chromoptik und dass wir hier ganz berührungslos den Mülleimer öffnen und schließen können. Auch das Fassungsvermögen reicht für mich vollkommen aus für einen Tischmülleimer oder einen Bürotischmülleimer. Und ich würde ihn mir wirklich auf meinen Tisch auch hier stellen, weil was sich so am Tage so für Müll ansammelt, das liegt dann alles immer so auf dem Tisch rum. Könnte ich mir auch im Badezimmer sehr gut vorstellen, so Wattepads und sowas. Also bei dir gehört er auf den Schreibtisch, Carsten. Ja. Ganz ich klar. Ich habe den Link mit dem Fernsehturm verstanden. Ist ein kleiner Inneneimer ist auch noch drin, 1,5 Liter Fassungsvermögen, da passt nochmal so ein kleines Müllbeutelchen oder sowas rein, kann man also auch sehr schön sauber halten und das eben in diesem lackierten Edelstahl mit einem verchromten Deckel. Außergewöhnlich. Guck mal, sieht doch direkt schon wieder ganz anders und vor allen Dingen aufgeräumt aus. Ja. Da findest du auch die Papierchen nicht mehr irgendwie unterm Sofa. Also oder nimm so. Dir ein Beispiel, Carsten. Ja, ich habe das schon verstanden. So, NC3375 und die 569 natürlich berührungslos über den Bewegungssensor. Zack, Klappe geht auf, einschmeißen, Klappe geht wieder automatisch zu. Außergewöhnlich. Sehr außergewöhnlich. So. Die Cosima können wir grüßen. Was hat denn die Cosima bestellt? Oder? Die LED-Streifen und den Tischmüller. Jetzt gerade auch schon. Vielen Dank für Ihren Einkauf hier bei Pearl TV. Ja. Außergewöhnlich schöner Name. Cosima. Cosima, ja. Ja. Das ist ein Sitzkissen. Das ist ein luftgefülltes Noppensitzkissen und Balancekissen für Yoga, Fitness und Co. steht hier. Also mit dem Sitzkissen kannst du deine Rückenmuskulatur trainieren. Ach. Okay. Das war doch mal der Trend, dass man so Sitzbälle hat oder sowas. Ja, richtig. Fand ich, sah immer ein bisschen albern aus und auch sehr unstabil. Aber das hier ist natürlich sehr cool. Einfach mal auf den Stuhl mit drauflegen. Und dann was passiert da gerade? Ich glaube, ich trainiere mein Becken damit und meine Hüfte und den Rücken, weil man muss sich ja so ein bisschen ausbalancieren. Ja. Und das trainiert dann ohne Anstrengung. Also du kannst auch Koordination trainieren, indem du dich einfach draufstellst. Aber das piekst draufstellen? Nicht, ja, draufstellen. Gut, der hält auch einiges aus hier. Das piekst nicht. Das ist nicht das Modell Fakir. Das haben wir auch. Aber das belastbar bis 250 Kilo. Ihr werdet lachen. Ich kenne das aus der Physio nach meiner Achillessehnenverletzung. Ja. Da habe ich auf diesen Kissen gestanden, um so ein bisschen die Muskulatur wieder aufzubauen.
Wow. Ist auch gleichzeitig Massageeffekt für die Füße, oder? Oh, ja, total angenehm. Ja. Also super hier, ne? Fördert die Koordination. Das ist richtig, richtig angenehm. Mega. So was kriegst du normalerweise im Orthopädiegeschäft. Aber bestimmt nicht für 10 Euro. Noch, nee, ne? Nee. Wenn man jetzt noch so das ist ganz, ganz einfach. Wenn mal morgens beim Zähneputzen da draufstehen oder so, dann trainiert man gleichzeitig was. Das ist doch super. Ja. Oder wenn man sich morgens schminkt als Frau oder als Mann, sich die Haare macht. Einfach mal auf so ein Kissen stellen und dann die Haare machen. Also sehr, sehr cool, ja. Wie gesagt, bis 250 Kilo belastbar. Stark. Und die Melanie aus Düsseldorf hat geschrieben, super, wenn man viel sitzen muss und Rückenprobleme hat. Klar, man sitzt natürlich auch automatisch gerader und trainiert seine Rückenmuskulatur. Es ist wirklich so einfach, den ganzen Tag nur am Schreibtisch zu sitzen, ohne sich zu bewegen. Tun Sie was für Sie hier, für sich mit diesem luftgefüllten Noppensitzkissen und Balancekissen. Du hast es jetzt bei dir mal auf dem Stuhl, Carsten. So, lass mal gucken. Das wollen wir mal wissen. Du sitzt aber sehr gerade jetzt. Direkt. Ich sitze auch ein Stück höher. Mhm. Ja? In der Tat, man neigt nicht so dazu, den Puckel zu machen, so in sich zusammen zu sein. Ja, das ist ja die natürliche Haltung, dass man irgendwie so auf halb acht bei sich da so irgendwie auf dem Sessel hängt. Ja, weißt du, so etwas nachgibt. Das ist kein starres Kissen. Das ist richtig toll, wirklich. Das fühlt sich gerade an wie so ein bisschen Wellness. Sehr gut. Und dass man halt so sein. Also dass man auch so seinen Rücken trainiert und so ein bisschen das Becken, alles mal ein bisschen mobilisiert. Ich glaube, das ist gar kein Trainieren, sondern ein richtiges Mobilisieren. Ja. Mal was versuchen. Wenn man so ein bisschen eingerostet ist. Ich glaube, unser Stuhl ist nicht so stabil wie das Kissen. Meinst du? Jetzt mal ohne Hände. Moment. Wow. Carsten ist ein Künstler, ein Artist. Du hast absolut recht. Herr Ruder, was machen Sie da? Die Kosten in so einem Sanitätshaus kostet sowas bestimmt 30, 40, 50 Euro. Ja, bestimmt. Locker. Bei uns hier 10 Euro mit der NC2818 und der 569. Auch das können Sie gerne bis zu 5-mal bestellen. Vielleicht auch im Auto, ich weiß nicht, überall, wo man sitzt, kann man das brauchen. Oder eben dann auch mal beim Kochen, beim Rasieren, beim Zähneputzen, egal wo. Einfach mal ein bisschen was für seinen Körper tun. Ja. Es ist wirklich wahr, aber man sitzt anders. Ja? Ja, wirklich wahr. So. Hast du es noch drunter? Nee, ich habe es mir schon wieder weggenommen. Also, es ist wirklich toll. Hat sie mir schon wieder geklaut. Angenehm. Gerade solche Wellness-Sachen kosten normalerweise viel Geld. Aber hier nur 10 Euro. So. Außergewöhnliche Sachen heute. Oh, ja. Aus verschiedenen Produktbereichen. Finde ich sehr schön. Dankeschön. Ich bin mal gespannt. Mal so ein bisschen was Spielzeugmäßiges. Das könnte ich auch mal wieder vertragen. Damit kannst du Spielzeug betreiben. Ja, das geht schon. Was haben wir denn hier? Ah, Ersatzenergie. Powerbank. So, die sieht mir sehr robust aus hier. Eine Powerbank. Energiereserve für Smartphone kann man, glaube ich, immer mal gebrauchen. Ich glaube, jeder, der ein Smartphone hat, kennt das Problem, dass man dann irgendwo mal ein Smartphone braucht zum Telefonieren, Musik hören oder mal zum Bezahlen an der Kasse mit dem Ding. Mhm. Und in dem Moment stellst du fest, nur noch ein paar Prozent Akkuleistung, hoffentlich hält das Ganze noch. Wenn Sie da natürlich eine Energiereserve dabei haben, können Sie so ein Smartphone zwischendurch mal wieder aufladen. Und ich sehe auch noch ein Solarpanel hier vorne an der Vorderseite. Ja. Das heißt, diese typische Selbstentladung, die man mitunter bei solchen Energiereserven schon mal hat, die entfällt hier völlig. Mitunter sogar gerade im Sommer, wenn so die pralle Sonne draufsteht, lädt es damit natürlich auch wieder so ein Stück weit auf. Wie viel Energie ist denn hier drin? 8000 Milliampere Stunden. 8000 Milliampere Stunden. Und du kannst zwei Geräte gleichzeitig aufladen. Das reicht ja auch für ungefähr drei. Du kannst sogar hier auch Typ C aufladen. Typ C, sehe ich auch gerade hier, ja. Und wir haben eine Taschenlampe. Spritzwassergeschützt ebenfalls. Taschenlampe ist auch vorhanden. Dauerlicht blinken oder SOS-Blinklicht. Und sie haben eben auch noch das praktische Solarpanel obendrauf. Also ideal für den Outdoor-Bereich. Das ist schon super. Ja, da ist das Spritzwasser geschützt. Das ist für den Skiurlaub natürlich auch toll. Ja, und robust auch. Das ist scheinbar. Kann nichts passieren. Oder im Sommer am Strand, da gibt es doch nichts Besseres. Wenn es Spritzwasser geschützt ist, ist es auch staubgeschützt. Das heißt, das kann man auch mal am Strand einfach hinlegen. Damit hat man immer die richtige Portion Energie dabei. Das ist ja ein Albtraum für mich. Ne? Ich stehe an der Kasse, will mit meinem Handy bezahlen und ist die Batterie alle. Furchtbar. Oder du sitzt im Zug oder was und hast eine elektronische Zugfahrkarte und da kommt der Schaffner und sagt, ja. Dir ist das mal passiert, Merve, ne? Ja, im Zug mein Handy war im Zug entladen und mein elektronisches Ticket war dementsprechend nicht mehr verfügbar. Und dann habe ich zwei Tickets gezahlt. Einmal das richtige und das Schwarzfahrticket. War sehr teuer. Aber ich sehe gerade, wir haben hier auch so eine Lasche, um das zum Beispiel an der Hose zu befestigen. Mhm. Perfekt auch für Wanderer. Das ist schon klasse, ja.
Also Notstrom braucht jeder von uns Menschen. Ja, jeder hat, 90% aller Deutschen haben inzwischen ein Handy bzw. Smartphone. Das natürlich auch, dann kann jeder brauchen, so ein Powerbank. Ne? Nur 90%, Wahnsinn. Nur 90%, ja. Krass. Es gibt kleine Kinder, die die ZX74 34 und die 569, die Bestellnummer. Ja. Damit gibt es nie wieder die Entschuldigung, ich konnte mein Handy nicht benutzen, weil es alle war. Ja, genau, genau. Ja. So, was haben wir jetzt? Nee, falsch. Wieso nee? Falsch, du hattest gerade. Du hattest doch gerade. Du hattest doch gerade. Ich könnte aber schon wieder. Lass doch die anderen auch dran teilhaben. Ich könnte aber schon wieder. Oh, wie schön. Oh ja. Oh, unser Lieblingsprodukt. Die sind wirklich super schön. Ja. Ich mag diese Lichtfarbe, die ist toll. Durch diese, das war ein cooler Wurf, ne? Durch diese cooler Fang. Also es ist eine Tischlampe mit Bewegungssensor und Batteriebetrieb. Die kann man überall hinstellen, man braucht kein Kabel, kein gar nichts. Mhm. Und es sind zwei Stück. Zwei für 10 zwei Euro. Stück für 10 Euro. Ja, und du darfst bis zu 5-mal zugreifen, das heißt, du kannst dir 10 Stück davon holen hier. Das ist der Wahnsinn, ne? Also es ist schon großartig. Die finde ich super schön. Auch gerade im Zweier-Set auf so einem schönen Sideboard. Ja, man hatte jetzt viel Weihnachtsdekoration, mal so ein Gesteck oder sowas da stehen. Stellst du dir eine rechts, eine links daneben. Und vor allen Dingen musst du dich jetzt nicht drum scheren, ob du irgendwo eine Steckdose in der Nähe hast. Wenn du jetzt zwei Lampen aufstellst, dann müsstest du auch schon wieder zwei Steckdosen besetzen. Ja, ja, das brauchst du hier nicht, weil du eben den Akkubetrieb hast. Und Bewegungsmelder haben sie auch noch dran. Mal so im Flur, mal so als Nachtlicht. Ne? Wenn du mal nachts in den Flur gehst, zack, gehst du in den Sanitärbereich. Ja. Ja, das ist ja sehr gefährlich, im Dunkeln hier ranzugehen. Und man will ja das große Licht nicht anmachen, weil dann ist man gleich wieder hell wach. Aber so eine schöne Nachtlicht habe ich selten gesehen, muss ich wirklich sagen. Ich liebe auch diesen rosé-goldenen Fuß. Der macht das Ganze nochmal stilvoller und auch so zeitlos. Es finde ich auch unisex. Also ihr als Männer findet es schön, aber auch wir als Frauen finden es total schön. Und ist für mich einfach ein Deko-Element, was günstig ist und dazu aber auch noch so viel Sinn macht, weil es einfach eine Beleuchtung ist. Und bei mir gibt es so eine Regel, das große Licht wird nicht angemacht, sondern immer indirekte Beleuchtung, schöne kleine Lämpchen. Und das haben wir hier mit. Das ist so eine schöne Lampe. Schauen Sie mal, wie schön das zwischen Carsten und mir hier ausschaut. Es gibt so ein schönes, gemütliches Licht, so schönes Bernsteinfarben durch den Sockel und durch diese Milchglasoptik, die wir hier haben. Echt schön. Echt schön. Ja. Also sehr, sehr stilvolle, schicke Lampe, die wir hier haben. Wie gesagt, Sie dürfen die auch gerne bis zu 5-mal bestellen. Das Zweierpack, auf so einer Treppe stelle ich mir das cool vor. Weißt du, auf jeder dritten Stufe so eine Lampe, das ist dann wie so eine, Showtreppe, wenn du dann hoch oder runter gehst. Eine Treppenstufe nach der nächsten leuchtet. Also ich finde die richtig klasse, durch die Bewegungsmelder hier ganz einfach. Sehr, sehr cool. Das Zweier-Set hier mit Batterie, ganz einfach. Batterien halten hier ewig. Das ist LED-Technik, die brauchen ja kaum Strom. Und das ist eine richtig coole Sache. Madonna, kennt ihr die Zeitschrift? Madonna ist so eine Modezeitschrift für junge Ach, Frauen. Doch, die kenne ich. Ne? Ja. Die haben das hier als Must-Have der Woche gehabt. Eine Empfehlung der Redaktion. Die perfekte Lichtquelle ist das elegante Gadget für Ihr modernes Zuhause. Ja, kann man nur unterstreichen hier. Sehr, sehr schick. Sie sehen, wie schön das leuchtet. Was für schönes Licht das macht und vor allem, wie schick die dabei ist. Ne? Definitiv. Macht wirklich was her. Und fässt sich auch echt schön an. Roségold, ein Zweierset von dieser tollen Lampe hier. Die Bestellnummer ist die NX1458 und die 569. Ich glaube, Diana hat die zu Hause, Moni, ne? Ja, stimmt, die steht bei ihr im Flur. Ist ein Klassiker, kannst du auch mal als Nachtlicht benutzen beispielsweise. Nee, als Nachtlicht, als Beistelllampe auf dem Nachttisch. Ja. Ja. Ja, das kann ich mir schön vorstellen, rechts und links so. Also schön, das auf dem Nachttisch. Gerade mit dem Sockel und gerade auch dieses gemütliche Licht. Du willst im Schlafzimmer ja auch nicht wie in einem Treppenhaus leuchten haben, sondern will ich mal ein schönes, gemütliches Licht. Mhm. Ja, klasse, zwei Stück für 10 Euro, großartig. So. Und jetzt weihnachtet's ja richtig. Haben wir eigentlich schon erwähnt, dass wir am Ende unserer Show, wir sind nicht mehr allzu weit weg. Dein Josef Hackel. Wir grüßen die liebe Kerstin. So. Sie hat nämlich die Frischhaltedosen und auch den Tisch mal einmal bestellt. Und liebe Grüße nach Rainer, das ist direkt
in meiner Nähe, 15 Minuten von mir entfernt. Ja. Da bin ich ganz oft im schönen Münsterland. Liebe Grüße. Das ist wirklich richtig schön da. Ja. So, was haben wir jetzt hier? Eine Krippenszene. Eine Krippenszene. Oh, das ist ja herrlich. Oh, wie schön. Das gehört ja für mich persönlich der jeden Weihnachtsbaum. Der Stern ist wieder da. Der Stern ist wieder da. War der Stern weg? Ja. Das schön gemacht. Wussten die drei Könige aus Morgenland gar nicht, wo sie hin sollten. Was? Ja, jetzt wissen sie es wieder. Und jetzt finden sie es auch. Typische Krippenszene. Eine Weihnachtskrippe, zehnteilig übrigens. Und jetzt kommt der Knaller. Mit handbemalten Porzellanfiguren. Wow. Die sind handbemalt. 10 Euro? Ja, also da möchte ich wetten, zahlst du für eine Figur auf dem Weihnachtsmarkt schon mehr als 10 Euro. Ja, jetzt 100 Pro. Ja. Und ein Krippenspiel, finde ich, ist einfach mal was Schönes. Unterm Weihnachtsbaum, finde ich, hat das eine gewisse Tradition. Wir sind alle so überfrachtet mit irgendwelchen komischen blinkenden Dingern. Irgendwann blinkt und piept. Guck mal, wie schön der ist. Aber das hier, es hat so eine gewisse Tradition. Finde ich auch schön, dass das Porzellan ist und kein Plastik ist, sondern es ist hochwertiges Porzellan. Und wie du sagst, Krippenspiel hat so eine Tradition. Also meine Eltern stellen jedes Jahr zu Weihnachten auch so eine Krippe auf. Wir haben so eine Krippe. Dann schmückt meine Mama das so mit so ein bisschen Stroh drumherum. Und die kenne ich seit meiner Kindheit. Die wird wahrscheinlich auch immer da sein, einfach weil es eine schöne traditionelle Dekoration ist. Und letztendlich hat es auch was mit der Weihnachtsgeschichte zu tun. Ja. Natürlich. Es hat was mit unserer Geschichte zu tun. Und es ist schön, wenn man sich sowas hindekorieren kann. Und dann aber auch noch so schön detailgetreu gearbeitet. Ja. Kleine Weihnachtskrippe ist hervorragend geeignet für kleine Haushalte oder für die Apartments im Seniorenheim. Ja. Sagt der Friedrich aus Neuss. Dazu habe ich zusätzlich eine LED-Beleuchtung auf einem separaten Schalter unten links an der Krippe eingebaut. Fehlt da nicht jemand? Bitte? Nee. Haben wir dann Maria, Josef, das Jesuskind. Und wie heißen die heiligen drei Könige? Wisst ihr das? Kasper, Melchior und Balthasar. Ja, exakt. Also die ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. 10 Euro, du hast es gesagt, ne? Allein auf dem Weihnachtsmarkt für eine dieser Figuren wird es schon 20 oder 30 Euro ausgeben. Naturhölzer das Ganze, also kein Kunststoff, sondern wirklich alles Naturholz und die Figuren nochmal handbemaltes Porzellan. Wunderschöne kleine Krippe, schreibt doch die Mimi aus Wullersdorf. Figuren sehr detailreich, wir sind begeistert für diesen tollen Preis. Ja, warum nicht? Ja, wenn du immer schon mal eine haben wolltest, dann immer gesagt, Mensch, boah. Ist mir normalerweise gerne mal zu teuer, aber das hier für 10 Euro nimmst du die mit. Sehr teuer. Ja. Ja, vor allem, du holst sie jedes Jahr wieder neu raus. Ja. Ne? Und das schafft einfach Erinnerungen, so wie Merve gesagt hat. Ja. Ja. Eine richtig schöne Sache. Ich weiß auch, wenn bei uns das Krippenspiel rauskam, dann war es Weihnachten. Ja, ne? Das ist dann so. Der Tannenbaum und die Krippe. Der Tannenbaum gehören einfach zusammen hier. So. Sehr, sehr liebevoll gemacht, sehr schön gemacht. NC8189 und die 569. Für unser Krippenspiel mit handbemalten Porzellanfiguren. Ich grüße hiermit auch noch mal Hartmut, habe ich gerade gehört, dass sich das Noppenkissen bestellt. Hartmut. Gute Wahl. Aus Eisleben, habe ich es richtig? Eisleben. Und der Herr heißt Hartmut. Noppenkissen, sehr gute Wahl. Es war sehr angenehm. Das war wirklich gut. Ich vermisse es auch schon. Also ich könnte mich jetzt schon wieder draufsetzen. Ich auch. Das hat mich also wirklich hier doch auf dem Stuhl deutlich gerade sitzen lassen. Was ist das denn? Das ist ein Funkwecker, eine Funkwetterstation. Ein Vögelchen hat mir gerade gezwitschert, dass das meistbestellteste bei uns der Tischmülleimer ist. Also schnell sein, wenn Sie auch noch einen haben wollen, für gerade mal 10 Euro. Da kannst du wirklich nicht mehr meckern. Ne? Ach, guck mal, ein Projektionswecker sogar. Das ist ja ein cooles Ding, aber der braucht Strom, ne? Du hast eine Powerbank. Der braucht Strom. Nein? Nein. Für Carsten habe ich keine Powerbank mitgebracht. Naja, ich bin ja hier auch. Also es ist eine Funkwetterstation mit Wecker natürlich. Da können Sie sehen, wie die Innentemperatur ist, wie die Außentemperatur ist. Und weil es ein Wecker ist, natürlich auch sich wecken lassen. Das Coole hier ist diese Projektion, die wir hier dran haben. Moment. Womit wir ganz einfach dann... Aufstehen! Was? Was passiert hier? Aufstehen! Ja, verschiedene Klingeltöne sehe ich gerade. Sieht man das hier ein bisschen? Nee, sieht man gar nicht, ne? Das warst ja du vorhin, das Gezwitscher. Stell dir mal vor, ihr werdet von so einem Gezwitscher geweckt, statt so einem richtig heftigen Uts, Uts, Uts. Verschiedene Klingeltöne. Schön. Also lieber von Vogelgezwitscher als von dem Getrampel meines Nachbarn. Sie können auch die Lautstärke einstellen. Oh, wie schön. So, das Ganze wird dir dann jetzt quasi auch noch projiziert auf eine Wand oder an die Decke. Ja. Ja. Wie ist das?
Das klingt nach schönem Also je Aufstehen. Weiter das weg ist, also wenn man das jetzt an die Decke projiziert oder an eine Wand, die ein bisschen weiter weg ist davon, ist das riesengroß. Und dann kann man hier also auch so im Halbschlaf denken, weil man muss die Augen richtig mal nicht mal richtig aufmachen, kann man hier die Uhrzeit sehen und die Temperatur. Ich liebe solche Projektionswecker. Jetzt ist aber auch noch, ich habe ja noch einen Außensensor mit dabei. Das heißt, der zeigt mir also nicht nur die Uhrzeit an mit Weckfunktion in unterschiedlichen Tönen, sondern also auch noch das, was da draußen wettermäßig abgeht. Ja, würde ich mich tierisch drüber freuen als Weihnachtsgeschenk. Es gibt sogar zwei Alarmstufen. Also man kann zwei verschiedene Einstellungen machen. Vielleicht auch für den Partner, man kann auch beide gleichzeitig anstellen. Oder für die Woche und das Wochenende. Ja, fürs Wochenende. Ich finde das so toll, dass wir auch die Innen- und Außentemperatur haben. Dann kann man gleich morgens nach dem Aufstehen gucken, was muss ich anziehen? Muss ich mein Winterjäckchen schon rausholen oder nicht? Weil wir haben es auch jetzt gerade 3 Grad hier und es ist zwar sonnig und dann denkt man natürlich beim Blick nach draußen, oh, sieht ja schön nach 15 Grad aus. Nein, falsch gedacht, 3 Grad. Also Winterjacke. Der hat sogar noch Ladeports, dass du dein Handy dran laden kannst dran. Oh, das ist praktisch. Hier sehen wir mal das Display ganz genau. Da haben wir sogar eine Wetterprognose noch dran. Da kann man auch sehen, wie das Wetter so wird. Die Bestellnummer ist die ZX7382 und die 569. Das ist mein Favorit hier für Weihnachtsgeschenke, glaube ich. Das ist wirklich ein eine große Erleichterung, dass man hier so viele kleine Gadgets in diesem kleinen Wecker hat hier. Ja. Sehr schick auch in Weiß, ne? Ich muss zugeben, ich hatte die ambiente Beleuchtung fürs Auto angemacht. Die fand ich sehr cool. Der die habe ich jetzt vergessen, das stimmt, ja. Und den Tischmülleimer kann ich verstehen, dass der gerade sehr stark nachgefragt ist. Für 10 Euro, so ein Edelstahl. Und so Preise gelten ja immer 2 Stunden oder bis das Kontingent alle ist. Also bei dem Tischmülleimer müssen Sie sich ranhalten. Und ich höre gerade, jetzt grüßen wir mal die Angela. Ja, die Krippe gerade bestellt. Nach Hofgeismar. Das ist ja auch bei uns in der Nähe. Gar nicht so weit weg. Ist nicht weit weg? Eine Stunde von dir ungefähr. Ja, eine Stunde. Bei Kassel. Kommt mir auch bekannt vor. Hofgeismar, haben Sie sehr schön gemacht. Vielleicht schicken Sie uns auch ein Bild von der Krippe. Und wenn Sie Produkte von uns haben, freuen wir uns immer, wenn Sie Bilder uns schicken an redaktion@pearl.tv. Ganz einfach zu merken. Ja, wow. So, ich habe eine andere Farbe als du. Wie kommt das denn? Jetzt haben wir hier eine schwenkbare Lichtleiste mit Bewegungsmelder. Und wir haben hier verschiedene Beleuchtungsmöglichkeiten nämlich. Wie schalte ich das denn um? Wir sehen das hier einmal gerade. Also ich habe ein Tageslichtweiß und Mehrwarz und gemütliches Warmweiß. Ja. So für eine klassische Unterbaubeleuchtung. Die wiegen auch nichts. Die kannst du also mal mit einem Doppelkleber befestigen. Oder auch mal ganz einfach hier mit so einem kleinen Nägelchen oder was. Je nachdem, wo Sie es anbringen möchten. Und dann entscheiden Sie sich bitte für die richtige Lichtfarbe. Und ich kann mir vorstellen, ich teste es mal eben, dass man das vielleicht auch noch dimmbar, auch dimmen kann. Ich habe noch nicht ganz rausgekriegt, wie man die Farbe ändert. Bewegungssensor. Und hier steht auf jeden Fall starkes Tageslichtweiß. Also es ist wirklich super hell. Und die kann man jetzt einfach mal überall anbringen. Gerade zum Beispiel auch mal so im Kleiderschrank finde ich das auch sehr toll. Vielleicht auch bei der Küche unter den Hängeschränken. Und die ist auf jeden Fall auch gut lang und groß. Und die macht richtig schönes Licht. Und einfach Batterien reinlegen. Also bei der Beleuchtungsleistung hier, bei dieser Lichtstärke, könnte ich mir das auch mal sehr gut über einer kleinen Werkbank oder sowas vorstellen. Ja, ja. Also als Zusatzbeleuchtung in den dunklen Ecken. Oder gerade dann, wenn du eben auch mal was werkelst und brauchst ein vernünftiges Licht und stehst dann häufig mit dem Körper quasi vor dem eigentlichen Licht und wirfst dir selber den Schatten. Machst du sowas ganz einfach mal fest und drehst es quasi in die Richtung, wie du es brauchst. Weil der Lichtkegel, der ist wirklich enorm und die Farbe ist großartig. Ja. Ich finde auch, dass wir haben hier so eine Metallstrebe, die man dann an die Wand machen kann. Das kann man einerseits kleben mit zum Beispiel doppelseitigem Klebeband, aber man kann das auch festmachen an Nägeln oder Schrauben, an Schrauben. Finde ich super und man sieht hier auch die Leuchtleistung, das ist unglaublich. Ist schon enorm, für 10 das ist Euro und auch der Lichtkegel. Ja, es ist sogar das letzte Produkt. Ist schon das letzte Produkt? Oh mein Gott. Okay. 5 Euro dafür nur. Okay, 10 Euro fand ich jetzt schon günstig. 10 Euro fand ich auch cool. Mehr hat es überzeugt, Sie haben es gehört. Sie bestimmt auch, deshalb sage ich Ihnen schnell noch die Bestellnummer, die NZ6266 und die 569. Also mir haben so viele Dinge richtig gut gefallen. Ja. Also eigentlich kann man alles benötigen. Ja. Ich fand auch diesen Fensterabwischding mega. Das Nockenkissen, oder? Mit diesem Teleskopstiel. Das Nockenkissen. Das hätte ich jetzt gerne. Die Krippe fand ich auch super schön. Die Krippe war auch schön. Die Krippe war wunderschön. Ne? Ja, die Powerbank. Die ist auch sehr stark nachgefragt.
fragt, habe ich gerade gehört. Sie haben mit Sicherheit auch was gefunden. Jetzt müssen Sie schnell sein, weil wir nur ein kleines Kontingent immer haben. Aber dann sollten Sie jetzt am besten sofort ans Telefon gehen. Bestellen Sie sich das, was Ihnen am besten gefallen hat. Tolles Geschenkideen natürlich auch dabei gewesen wieder. Das war sie, unsere 10-Euro-Megashow. Gibt es jeden Donnerstag um 19 Uhr. Und jetzt ganz viel Spaß mit den Produkten.